Ja, es gibt richtige böse Menschen. Das Problem ist, man darf sie nicht kränken. Weil es ist eine Kette ohne Ende. Weißt du, du kränkst die, dann kränken die dich wieder und dann sind schon Tote, sagst du, hast meinem Opa nur gekränkt und so. Dieses Kränken, das ist wirklich kompliziert, damit umzugehen. Es kommt etwas wirklich unglaublich Böses und Ekelhaftes. Und man darf aber die Verursacher dieses ekelhaften Konstruktes eigentlich nicht angreifen, weil man muss versuchen, die irgendwie in den Arm zu nehmen und sagen, ey, ja, ich weiß, Freud, deine Mutter und so. Aber es ist ekelhaft, wirklich ekelhaft, was hier kommt. Alle Frauen in deiner Familie sind Nutten! Deine alte mit, sie wird im Backstage zerfetzt. Ganz normal, danach landet dann das Sextape im Netz. Es ist Kampfgeschrei, was nachts aus unserem Schlafzimmer dringt. Weil dank mir in deinem Gleitgel ein paar Glassplitter sind. Die Bitches heute wollen Jungfrau bleiben. Zwei Optionen. Arsch oder Mund auf Kleines. Schlag dir die Zähne raus. Man hört nur noch dein Fotzengeschrei. Wir sprechen hier über die Kampagne Hashtag UnhateWomen. Nachdem eine Unterstützerin das Video auf Instagram teilt und den 37-Jährigen markiert, setzt er tatsächlich ein Kopfgeld auf die junge Frau aus. Wer die Nutte ranbringt, 2000 Euro. Jetzt distanziert sich sogar die Rap-Szene von Flair. Der Jesus-Song ist heute auf den Index gesetzt worden. Wir verhandeln hier gerade als Gesellschaft, was wir ertragen wollen. Es kann etwas legal sein und trotzdem moralisch verwerflich. Diese Spirale gilt es zu durchbrechen, denn aus Worten werden Taten. Mit 2 goldenen, 4 silbernen und 2 Bronzenägeln würdigt der ADC die konfrontative Arbeit Gewalt gegen Frauen. Hashtag UnhateWomen von Fischer Appelt, Philipp und Kontje für Terre des Femmes, Menschenrechte für die Frau.